Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect 2. Und es ist soweit, wir sind bei einem weiteren DLC angelangt. Shadow Broker, nieder mit dem Shadow Broker. Damit starten wir auch jetzt. Sklavenhandel, okay. Der ist bei uns zum Glück abgeschafft. Offiziell. Die Ausbreitung der Menschen hat erneut einen Rückschlag erlitten, denn ihre Kolonie auf Horizon wurde angegriffen. Der Rat vermutet jedoch eher, dass... Tja, wir haben die Kolonie verteidigt. Perfekt. Nein, aber du denkst... Okay, hör zu. Du erstattest Zax alles zurück. Hast du verstanden? Er weiß es. Keine Ahnung, woher. Ist auch egal. Erstatte ihm sofort alles zurück. Und dann bring deinen Arsch in Sicherheit. Ja, wir haben es ihm verraten. Hallo. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich kann jetzt mit niemandem sprechen. So, rufen wir mal das Taxi. Die Taxis erinnern mich irgendwie, oder die Fahrzeuge generell, erinnern mich irgendwie an Star Wars Episode 2. Als Anakin aus dem Speeder rausgesprungen ist. Ah, wir bleiben bei bei Garrus und Fane. Die Waffen bleiben auch so, wie sie sind. Na nü, was ist denn hier los? Alle Spuren und Proben versiegeln und dann ab ins Labor. Mehrere Schüsse wurden abgefeuert. Ja, die Techs kämmen jetzt hier alles durch. Zentrale, diese Leitung ist nicht sicher. Schalte um auf kodierte Verbindung. Was geht hier vor? Der Tatort ist abgesperrt. Treten Sie bitte zurück, Sir. Abgesperrt? Warum? Jemand hat versucht, Ihre Freundin zu töten, Commander Shepard. Danke, Officer. Ihre Leute können gehen. Das können Sie nicht machen. Ist bereits geschehen. Vorteil, wenn man ein Spectre ist. Tela Vassir, Special Tactics und Recon. Ein Spectre? Ich habe gehört, Ihr Status wurde reaktiviert. Gut. Sie sind einer unserer berühmtesten Agenten. Vielleicht lasse ich mir von Ihnen ein Autogramm auf meine Brustplatte geben. Ich nehme an, Sie hatten heute Abend etwas mit Ihrer Freundin zu besprechen, Commander. Liara ging einem Hinweis auf den Shadow Broker nach. Den Shadow Broker? Ein gefährlicher Feind. Liara hat mich erwartet. Sie muss eine Nachricht hinterlassen haben. Ihr Büro war nicht sicher. Das überrascht mich nicht. Ilium ist wie Omega. Nur die Schuhe sind teurer. Ich habe noch nichts gefunden, um sie ausfindig zu machen. Sie kennt Hisoni besser als ich. Wo könnte sie ihre Backups versteckt haben? Ich sehe mich mal um. Noch ein Spectre, okay. Keine Sorge, Commander. Dann suchen wir mal Hinweise. Eine Promotionsurkunde der Universität von Ceres auf Tessia. Sie macht wirklich das Beste aus ihrer Ausbildung. Das Gewehr war mit Sicherheit kein Standardmodell. Die kinetische Barriere hat die Schüsse abgewehrt. Aber sie konnten das Glas dennoch durchdringen. Ein Teil meiner alten Panzerung. Da hat sich jemand aber nicht besonders gemocht. Ja. Das Schiff zerstört, in der Atmosphäre verglüht. Ja, der hat mich nicht besonders gemocht, würde ich auch so sagen. Das ist nicht die Heimatwelt der Asari. Ich bin nicht sicher, welcher Planet das ist. Es ist Ilos. Also ein recht hübsches Apartment hat sie ja. Schön groß, geräumig.
Ein Bild der alten Normandy. Ja. Das Bild hat sich bei ihrer Berührung verändert. Es ist auf ihre ID eingestellt. Was zeigt es jetzt? Eine proteanische Ausgrabungsstätte. Liara hat eine Nachricht hinterlassen. Es gibt einige proteanisch aussehende Objekte in dem Apartment. Dann wollen wir doch mal sehen. Diese Dinger müssen ein Vermögen wert sein. Ja, die Fixierung von Liara auf Proteana, das hatten wir ja schon im Einser. Hässlichkeit war anscheinend ihr Ding. Nicht... Was hier? Ich hab hier was. Backup-Disk. Versuchen wir es auf ihrem Terminal. Sie hat anscheinend einen Anruf aufgezeichnet. Was haben Sie für mich, Sekat? Es war schwierig, aber Sie haben den Besten engagiert. Ich kann es auf einen Cluster eingrenzen. Vielleicht sogar auf ein System. Bis wann haben Sie es? Dürfte nicht lange dauern. Kommen Sie in mein Büro. Barrier Frontiers, im Dracon Handelszentrum. Ich muss allerdings sagen, Tisoni, Sie machen mich ein wenig nervös. Wie viel Ärger kann ich durch das alles kriegen? Ganz ruhig, Sekat. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Es muss wichtig sein. Die Männer des Shadow Broker haben bereits einmal versucht, sie umzubringen. Ich weiß, wo das Dracon Handelszentrum ist. Mein Wagen steht draußen. Dann los. Okay. Die Büros von Barrier Frontiers sind im dritten Stock. Ich höre keine Funksprüche der Polizei. Wir haben die Party wohl verpasst. Liara ist da drin! Nee, ich glaube, wir haben einen Tick zu früh bekommen. Auf die Party. Sie haben drei Stockwerke gesprengt, um ihren Tod sicherzustellen. Ich nehme das Skycar und schotte das Gebäude nach oben ab. Ich fange hier unten an und arbeite mich nach oben durch. Lassen Sie mir ein paar übrig. Eine Bombe ist hochgegangen. Was ist passiert? Nein, ein Feuerwerkskörper. Was, eine Bombe? Was ist passiert? Der Weihnachtsmann. Kann mir jemand helfen? Wer sind Sie? Was geht hier vor? Bitte verlassen Sie geordnet das Gebäude. Notstrom aktiviert. Ein Angestellter von Barrier Frontiers ist wohl mitten in die Explosion geraten. Ich würde nicht darauf wetten, dass Tissonis Informant das überlebt hat. Kamen aus dem Rauch, haben die Bomben gelegt, alle umgebracht. Habe hier ein Todesopfer, offensichtlich Schusswunden. Seien Sie vorsichtig, was hier. Die hatten militärische Ausrüstung. Schusswunden? Okay. Dann war das wohl mehr als nur eine Explosion. Bei Niso ist jedes Fahrzeug. Hier gibt's, glaube ich, jetzt nicht mehr zu finden. Ja. Dann würde ich sagen, mal bis hierhin. Ich hoffe, diese kleine Einleitung vom Shadow Broker hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Teilt fleißig, Kommentare würden mich auch freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Salinger Let's Player von Eman. Tüdelü.